So, hallo alle beisammen. Heute habe ich mal wieder einen weiteren Whetstone-Mechanismus für euch. Und das ist der Slime-Block-Aufzug. Der Ganze funktioniert ein bisschen anders, nämlich mit Druckplatten anstatt Redstone, was sich immer getimed um hier drumherum hochschlängelt. Und dann zeige ich euch mal, wie das ganze Ding funktioniert. Alles, was ihr macht, ist, ihr geht hier rein, lauft rückwärts gegen die Wand und das war's auch schon. Und dann werdet ihr nach oben transportiert. Und wenn ihr fertig seid, geht ihr wieder runter, haltet die Leertaste gedrückt und ihr nehmt keinen Fallschaden. Auch nicht, wenn man im Kreativmodus ist, logisch. Hier die Druckplatte am Anfang sorgt dafür, dass ihr hochgeschleudert werdet. Und der Zaun unten sorgt dafür, dass ihr nicht ganz nach hinten läuft, sonst kriegen euch die Slimeblöcke nicht mehr. Aber wenn ihr halt nur hier vorne steht, dann erwischen euch die Druckplatten nicht und so ist es dann halt perfekt. Aber wie auch immer, genug ist Geschwafels. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze baut, dann bleibt jetzt dran, denn jetzt kommt das Tutorial. Gut, ihr fangt an, indem ihr euren Pisten und euren Boden hinsetzt. Hier wird auch nachher euer Boden sein, also passt damit auf. Dann braucht ihr noch ein nicht bewegbares Objekt und hier vorne ist dann, wo ihr halt einsteigt. Hinten kommt dann ein Redstone Dust hin mit einem anderen Be Gegenstand, der nicht bewegt werden kann. Dazu gehören Ofen, Notenblöcke. Kissen könnt ihr nicht verwenden, weil man darauf keine Repeater setzen kann. Und ja, da setzt ihr dann halt eure Druckplatte einfach drauf und hier drunter ein Redstone, dann fährt sich das auch direkt aus. Dann setzt ihr da drauf vier Zäune. 1, 2, 3, 4. Müsst ihr nicht ganz genau in der Reihenfolge machen, weil man im Survival nicht so leicht da hochkommt. Und setzt dann halt an den Rand Blöcke. An dem Rand müssen solide Blöcke sein. Hinten und vorne könnt ihr Glas benutzen, wenn ihr wollt. So, dass ihr auch noch durchgucken könnt. Vorne braucht ihr eigentlich gar keine Blöcke, die sind nicht nötig. Und dann könnt ihr auch noch zwei nicht bewegbare Objekte hinsetzen. Setzt hier drei weitere nach oben. Setzt eine Piste mit einem Slime-Block und so weiter. Das macht dann euren zweiten. Ihr müsst halt gucken, wo ihr das haben wollt. Das ist halt immer in so einen kleinen Abschnitten. Das hier ist jetzt einfach ein Abschnitt. So, und dann macht ihr das noch so weiter nach oben. Geht dann hier hinten auch weiter nach oben. Moment, hier muss eine Druckplatte und ein Repeater auf dem zweiten Tick hin. Und so geht das Ganze dann auch. So funktioniert das Ganze dann auch. So, und ihr seht schon, dass das jetzt, ups, dass das jetzt auch schon funktioniert. Zack, ihr werdet nach oben geschleudert. Und wenn ihr hier jetzt weiterbauen wollt, dann wiederholt ihr das nochmal. Also drei Glasblöcke. Dann hier wieder euren Pisten mit dem Slime-Block und mit dem anderen Pisten dran. Dann kommt hier wieder eure nicht bewegbaren Objekte hin. So. Geht hier hinten wieder eins höher. Und hier vorne auch. So. Und dann zerstört ihr den Block wieder, setzt einen Repeater auf den zweiten Tick hin. Dann wieder ein Fence mit einem Druckplatte. Und dann habt ihr auch schon wieder das nächste. Das heißt, wenn ihr wie, wow, wenn ihr wieder hier hingeht, dann funktioniert das wieder. Und wenn ihr jetzt ganz oben angekommen seid, also wenn ihr die Party oben habt, wo ihr rausgedrückt werdet, das geht leider nur zur Seite, entweder nach rechts oder nach links, anders geht das leider noch nicht. Dann setzt ihr wieder drei Glasblöcke. 1, 2, 3. Dann setzt ihr einen Block. Und dann kommen hier eure beiden Pisten hin, die ihr euch dann gleich danach zur Seite drücken. Dann kommt hier ein Repeater oder ein Redstone, das reicht auch. Dann kommt hier wieder ein Zaun und eine Druckplatte. Dann könnt ihr das hier auch weiter nach oben bauen und so weiter. So sieht das Ganze dann aus und dann kommt hier oben euer Boden hin. Dann könnt ihr noch hier drüber so einen hübschen Bogen machen, wie ihr das wohl haben wollt. So zum Beispiel. Und hier kommt dann halt eure Plattform hin, wo ihr nachher rauskommt. Das hier braucht ihr nicht. Ja. Ihr braucht das nur, ich habe es nicht ausprobiert, aber wenn ihr den Ausgang etwas tiefer haben wollt und ihr trotzdem der Slimeblock ist, dann würde ich euch raten, das zu setzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich habe das noch nicht ausprobiert. Und wenn wir jetzt sehen, steigen wir hier ein und werden nach oben transportiert. Und das ist auch das ganze System.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Like da und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Aber das war's von mir, Imunadeo, und ich bin weg.